Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, ihr seht vielleicht, dass ich nicht ganz und gar nicht da bin, wo ich in der letzten Folge war. Und ihr habt auch vielleicht gemerkt, dass gestern keine Folge gekommen ist. Das liegt daran, dass ich die gestrige Aufnahme, man kann es nicht schöner sagen, versaut hatte. Und zwar habe ich die Tonaufnahme total übersteuert gehabt. Und es ist jetzt aber auch nicht so großartig viel passiert und wir sind immerhin schon jetzt bei der 100. Folge und für die 100. Folge sollte ich ja vielleicht irgendwas Besonderes machen. Besonders, naja, Hauptstory vielleicht. Auf jeden Fall, wartet, ich gehe nochmal auf die Karte. Ich bin das hier tatsächlich alles zu Fuß gegangen. Also ich war ja hier hinten beim Schloss Goldfurt. Bin dann hier runter, hab hier bei der alten Dreiflusswacht, also ungefähr hier, ich ganz am Anfang mal eine bitterböse Wildmagierin hatte. An der habe ich mich gerächt, bin unterwegs natürlich immer wieder mal ein paar kleinen Gegnern begegnet. Es waren ein paar lustige Kämpfe dabei, vor allem weil ich kaum was gesehen habe und dann immer mit dem Bogen geschossen habe. Aber das ist ja gerade was, was normalerweise nicht so spannend und interessant ist. Ach so, Moment, ja, bis dahin hatte ich es ja noch gezeigt. Aber eben, dann bin ich hier weiter rum. Das alte Wrack musste ich nochmal säubern, damit ich ja anständig daran vorbeikam. War ziemlich einfach. Beim Nebelheimer Hafen war ich überrascht, dass die Arps nicht wieder da waren, sich keine neuen Arps eingelistet hatten. Dann wollte ich eigentlich nach Nebelheim, weil dort waren noch ein paar Watüren, mit denen ich noch eine Rechnung offen habe. Habe mich aber vor lauter Wasserstation des Kehlsteinbruchs dann verlaufen und bin letztendlich über einen Mana-Tümpel hier, das Kehlsteinholzwerk, da waren noch ein paar interessantere Gegner, letztlich hierhin begeben. Bin jetzt bei der moosigen Schlammgrube, ganz in der Nähe von der alten Wassermühle, wo die Delilah-Typin zu Hause war. Und ich sollte Talia ja oben im Myradenturm treffen, in der Schneefelstaverne treffen. Dann könnte ich das jetzt eigentlich gleich mal tun. Jetzt beim tanzenden Nomaden suchen. Engel, genau. Talia in der Schneefelstaverne treffen. Wenn wir schon fast da auf dem Weg sind, dann mache ich das jetzt auch schnell. Das heißt, ich muss hier unten an der Dings vorbei, damit ich dann auf der anderen Seeseite hochgehen kann. Da ist ja die Mühle, sollte da jetzt gleich kommen. Ah, alte Bekannte. Da ist die erste. Normalerweise können die sich doch heilen. Okay, die konnte sich nicht heilen. So, die andere war doch auch gleich da. Soll ich sie aber besser im Blick fallen? Ja, genau, hier durch. Das habe ich sie doch gesehen. Da ist sie. Gut, das Thema wäre auch gegessen. So, dann ein paar Schritte weiter da drüben gibt es noch ein Irrlicht. Aber ich glaube, dem brauche ich gar nicht mehr großartig begegnen. All die Weile. Hallo Hase. Ich will ja gar nicht da durch, wo die ist. Wo das ist. Oder? Ah, doch. Ui, das ist eine ganze Menge. Zeig mal die Karte. Ja, ich bin ja hier geradewegs falsch rum. Ich muss hier hoch. Ah ja, hier ist ja auch die Mühle.
abgehängten Mann vorne dran. Keine Gegner hier? Gut, hier nicht, aber vielleicht hier, nein? Ja, wie ich es mir gedacht hatte. Oh, sie kommen irgendwo anders rum. Das ist spannend. Hey! Schön, dich wiederzusehen. Ah, du bist ein Neuer. So, kommen die anderen mittlerweile irgendwo her? Sieht nicht so aus, die verlieren mich nur wieder aus den Augen. Ach, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hey, das ist nicht nett. Haut mir eine rein und haut danach. Das ist doch sonst meine Taktik. Na, komm wieder. Zeit war's. Komm. Jetzt schieße ich mal ins Blaue. Okay. Wieso regeneriert sich denn meine Gesundheit? Hey! Noch mehr? Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Okay, ich glaube, jetzt sind wir hier wirklich durch. Oh, den alten Rundenpfeiler nehme ich gerne. Ist hier wieder was drin? Nein. Das ist lustig, die Sachen außerhalb der Schatullen, die erneuern sich teilweise. Hast du auch noch mal ein paar schicke? Nee. So, wo muss ich jetzt hin? Irgendwo da hoch. Na, wahrscheinlich habe ich vorhin was gegessen, was extrem lange anhält, dass ich mich hier automatisch heile. Ich glaube, hier war dann noch ein Bär irgendwo. Kündigt sich aber nicht an. Ah, doch, jetzt höre ich ihn. Ich glaube, wir sind dran vorbeigeschlichen. So, da drüben gibt es mal noch mal eine Ansammlung von Toten. Da, ja. Meine Toten. Aber ein paar Wölfe werden wir dann auf jeden Fall noch abkriegen. So, da oben ist schon der Miradentor. Und da ist ja auch die Taverne.
Ah, dann hast du mal nichts mit Wölfen. Vor den Piraten habe ich jetzt doch Respekt, seit wir dem einen Wilden begegnet sind. Ach, der Herr, warte mal. Praktisch, hier habe ich gerade noch eine sichere Truhe, dann kann ich ein bisschen was ablegen. Kriegt man das? Eine schwere Rüstung. Das ist was für Zauberer. Okay, was damit? So, Waffen. Mal auf dem Stäbe dabei. Ich glaube, die Feuerballstäbe mache ich alle mal raus. Die benutze ich eh nie. Das ist meine Hauptwaffe. Okay. So, jetzt habe ich auch noch einen Haufen anderes Zeug, das hier rumsteht und Platz frisst. Amethyst, armseliger Seelenstein. Eisenerz muss ich nicht dabei haben. Die ganzen Einzelteile muss ich nicht dabei haben. Kohle nicht, Barren nicht. Nägel nicht, Rubine nicht. Schüssel nicht, Wolfsfell nicht. Sind wir aber hier auch schon wieder durch. Was habe ich denn noch, was so viel Gewicht hat? Panzer des Aschekriegers. Leichte Rüstung, aber 20 Pfund. Die leichte Vagabundenkluft. Essen mag ich natürlich behalten. Bücher können wir aber mal ablegen. Ja, genau, ich hatte ja so viele Bücher aus der anderen, aus dem Schlösschen geholt. Und wenn die jeweils 1 Pfund wiegen. Halt! Die Ziegenkeule muss nicht raus. Handbuch der Träume und Visionen. Das muss ich lesen. Ich noch ein paar Zauberbücher, die ich lernen könnte. So, tatsächlich, jetzt sind wir zwar runter auf 279, ist immer noch recht viel. Ich habe jetzt noch Mana-Druckluft-Tränke zum Beispiel dabei. Aber das sollte mir mal ausreichen. Und jetzt schauen wir mal, was die gute alte Kalia, für mich will. Da sind wir begegnet, als wir da bei den Apothekaris waren. Entschuldigt, aber der Freund ist mir so echt viel los hier. Ach, das kann ich hier. Kalia! Du bist beschäftigt, Moment. War verrückt. Wieso? Naja, als man noch was von ihm gehört hat, waren seine Diener öfters hier unten, um einzukaufen. Und jedes Mal haben sie mindestens 1 Dutzend Jäger angeheuert, damit sie ihnen tote Tiere bringen. Hasen, Rehe und so weiter. Und was daran ist ungewöhnlich? Vermutlich waren die für seine Experimente. Ja, aber doch nicht in der Menge. Ich meine, 40 pro Woche? Da muss doch was faul gewesen sein. Vermutlich war er Knochenmagier. Aus den Tieren wollte er eine Untotenarmee machen, um Acht einzunehmen und sich an dem Bund zu rächen. Kaninchen, Fuljek. Kaninchen. Die Menge macht das Gift. So sagt man doch, oder, Madame? So sagt man, ja. Ich muss jetzt jedenfalls weiter. Hab Dank für eure Hilfe. Ich weiß auch nicht, was hier. Ich nehme an, du hast mitgehört. Vermutlich kriegen wir hier nichts als Mähren und abergläubisches Gerede zu hören. Was sagst du? Wollen wir aufbrechen? Wohin denn? Na gut. Gut. Komm, folg mir. Ja? Ich folge dir schon, aber du musst auch mal losgehen. So ist das. Manche Leute wissen einfach nicht, was ihr Pfad ist.
Los. Saira. Ah, nein. Bis zum Erscheinen dieses Korex dachte ich, die Dinge entwickeln sich endlich zu unseren Gunsten. Der Siegelstein und dieses Leuchtfeuer. Aber ein Krieg mit Nerim ändert alles. Sie übertrumpfen uns in Manneskraft, Ausrüstung, einfach allem. Hoffen wir, dass die Mauern Arks wirklich so widerstandsfähig sind, wie man sagt. Okay. Jäger, du stehst, glaube ich, eher im Weg, sodass sie nicht voraus kann. Fremdländer. Ich versuche mal, was passiert, wenn ich schon mal rausgehe. Vielleicht kommt sie dann gleich nach. Nee, das gibt's doch nicht. Jetzt erklär immer noch an, dass ich da rein soll. Und dass ich Kalia in der Schneefelstaverne treffen soll. Haben wir da einen Questbug? Ahoi! Ja? Nix. Ich hab dich getroffen. Gut, ne? Du Arsch? Könntest du mal dich hinsetzen oder sowas? Nix, nix, nix. Ich versuche nur, Kalia aus dem Weg zu drängen. Willkommen, willkommen. Was darf sein? Sie mag nicht. Vielleicht muss ich auch erst eins erledigen, nachdem ich das andere beendet habe. Das heißt... Ja, oder besser gesagt, ich versuche jetzt... Reitet wohl. Ach, da bist du ja. Also, das Schloss ist gut 2 Meilen nördlich von hier. Wenn wir auf dem Weg bleiben, sollten wir keine Schwierigkeiten haben. Geh du einfach vor. Ich halte dir den Rücken frei. Du sagtest mir, du wolltest mir erst irgendwas Spannendes und Interessantes erzählen. Ach, jetzt habe ich keine Ahnung, was du eigentlich willst und wohin ich soll. Also hier, das nochmal. So, dann habe ich wenigstens einen Questmarker. Der Questmarker aber zeigt auf dich. Ah, und da hoch. Wie kommen wir da hoch? Dahin. Gut, also dann gehe ich mal los. Warum hast du denn hier eine Wärme angezogen? Na, so kalt bist du auch nicht angezogen. Sie ist doch diejenige, die wusste, wo es hingeht. Sind das Neremesen? Das sind Neremesen. Moment. Keine Angst, ich schieße nicht daneben. Vorsicht! Ich schieße... Wieso? Kann aber was ab hier. Ihr habt nichts Wertvolles dabei. Was treibst du da schon wieder? Turm davor. Es geht los. Turm? Angriff? Was greift an? Ja, du fängst hier an.
Wieso? Es hat kein einziger davon getroffen. Ich glaub's ja nicht. Ey! Hallo? Kalia, wieso fängst du hier Sachen an, die wir nicht beenden können? Da muss man taktisch vorgehen, verflixt nochmal. Jetzt müssen wir die nemomesischen Soldaten erst nochmal erledigen. Sind jetzt nirgends mehr. So, ist der Turm. Mit den mächtigen Wildmagiern. Kalia, willst du mir was erzählen? Steckt sie denn jetzt schon wieder? Jetzt ist sie noch in der Taverne. Ich glaub's ja nicht. War sie kalt? Ist sie wieder reingegangen? Da steht sie doch. Warum zeigt denn jetzt trotzdem an, dass also, ich da rein soll? Das Schloss ist gut 2 Meilen nördlich von hier. Auf dem Weg bleiben sollten wir keine Schwierigkeiten haben. Geh du einfach vor. Ich gehe. Jetzt bin ich gespannt. Die praktisch per Quest dann kommen und jetzt da sind. Tatsächlich. Ah, das ist eine gute Sache. Kalia, halt dich bitte zurück. Ja. Okay, wir müssen erst Aggro machen. Oh, Meier, lass mir ein bisschen Platz. Da. Aus Taktik geht doch alles. Gut. Das war's fürs Erste. Jetzt muss ich nur überlegen, von wegen Taktik, was jetzt dann die beste ist. Also auf jeden Fall schon mal speichern. Bessere Pfeile. Laternenpfeile habe ich nur 2, aber Wegesträumpfeile hätte ich genug.
mir denken können. Das reicht nicht. Hinten und vorne nicht. Feinde, mach dich bereit. Ne, die haben uns schon wieder aus den Augen verloren. Brennst du? Ja, hätte ich geschickter anstellen müssen, ein bisschen vorhalten müssen. So, wenn es jetzt gerade passen würde. 1, 2, 3. Ich fürchte, der, genau in dem Augenblick, wenn wir wieder zuschlagen können, dreht er sich. Aber wir werden es gleich wissen. Na, hat geklappt. Ein Feind weniger. Na, ihr wollt doch nicht etwa herkommen? Oh wow. Er will. Habe ich jetzt immer noch einen? Huh, wieso bin ich eine Stufe aufgestiegen? Verlieren Sie mich nicht aus den Augen. Fokus. Sorry. Okay, ich bin schnell. Ach, Scheiße, das bringt gar nichts. Seh dich. Das waren alle. Oh, Bayer, großartig gemacht. Kalia, auch nicht schlecht. Das sind die Leichen? Ja. Nee. Das sind Nerimiden, oder? Nee, der Magier. Genau, die haben eine sehr wertvolle. Kapuze. So, was ist jetzt in dem Turm, Kalia? Sprich doch mal mit mir. Erzähl mir doch mal, was hier los ist. Uff. Ich schätze mal, wir müssen da runter. Das heißt, ich gehe dann zuerst hoch. Typische Spielelogik. Was haben wir hier? Ein Pulverfass. Besonders spannendes. Ein paar Kartoffeln für unterwegs. Kalia, brauchst du eigentlich Heilung? So, noch irgendjemand da oben? Hm.
Von hier oben sieht man die Schneefelstaverne. Hätten die aufgepasst, hätten sie uns kommen sehen können. Und ich hätte vielleicht taktisch gesehen hier hochklettern können und... Na, wahrscheinlich eher nicht. Ah. Gut, ich sollte vielleicht meine Lehrbücher mal benutzen. Ich habe wieder 10. Das heißt, ich kann 4 auf Fernkampf und 3 auf die anderen beiden. Das Gesellenbuch Fernkampf. Ah, okay. Lernungsbuch sowieso nicht. Wieso habe ich so viele Bücher dabei? Meisterbuch Fernkampf? Nein. Dann war es doch das Expertenbuch. Ja. 1, 2, 3, 4. Da habe ich gar nicht mehr genügend Expertenbücher. Noch eins davon dazu. Gehe natürlich auch noch. Oh, ach. Mal kurz in die Meditation, um meine Erinnerungspunkte zu investieren. Und zwar hier irgendwo: Schattenzungenöl. Werft ein Fläschchen, das beim Aufprall eine glitschige Ölpfütze erzeugt und eure Gegner ausrutschen lässt und langsamer macht. Das nehmen wir doch gerne. So, interagieren. Erhöht eure Tragkraft um 50 Punkte. Was haben wir noch? Eine leichte Rüstung wiegt fortan nichts und verlangsamt euch nicht, wenn ihr sie tragt. Und Gift, das auf eure Waffen aufgetragen wird, hält nun doppelt so lange. Gut, Gift benutze ich so gut wie nie. Was haben wir hier noch? Also ich würde sagen, mehr Platz bringt jetzt aktuell am meisten. Und jetzt sind wir durch, oder? Ja. Tragt ihr ausschließlich leichte Rüstung? Gut, das nehmen wir dann als nächstes, klar. Und dann weg hier. Kauft und lest Lehrbücher. Ja, ja. Ah, da bist du ja. Komm, gehen wir. Ich war doch gar nicht lange weg. So, ich vermute mal, wir müssen hier runter. Also trotzdem noch schauen, ob hier hinten sich noch was versteckt. Da hat es auch noch mal ein Tor. Das zwar nicht, aber naja, immerhin etwas Beute. Gut, los geht's. Was wolltet ihr da schützen? Und was treibt ihr an Magie? An Bildmagie genau genommen. Das ist nicht ganz, was ich erwartet hatte. Ich dachte, hier gibt es einen großen Eingang. Frostschutztrank, Genesungstrank. Nein, Kalia, ich möchte gerade nicht. Frostsalze, Halimarsch, Vogelei, Adlerfeder.
Also hier wurde auf jeden Fall was geopfert. Das ist ein menschliches Herz. Aber das war's dann auch. Ja. Du sagst uns auch nichts Neues? Irgendwo? Habe ich irgendwas übersehen? Kalia, du hast mich hierher geführt. Sag mir doch, was wir hier eigentlich sollen. Noch ein paar Würstchen mitnehmen? Ach, wir müssen da noch weiter hoch. Ich dachte, wir wären schon da gewesen. Das war nur eine kleine Ablenkung auf dem Weg. Sag mal, wenn die da gehaust haben und jeden angreifen, wie konnten die Jäger den überhaupt beliefern? Aha. Talia, pass doch auf. Woher weiß Kalia eigentlich, wo ich hin muss, wenn ich total versteckt bin? Ja, so langsam wird's kälter. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass du genau wusstest, wo wir hingehen, im Gegensatz zu mir, und dich hättest entsprechend wärmer anziehen können. Noch mehr? Nee. Wenigstens was Interessantes. Drohnenpfeile, Knochenmehl, okay. Habe ich dir jetzt aus Versehen meinen Bogen gegeben? Ist der andere, der förmlich explodiert ist? Oh, egal. Weiter geht's, weiter geht's. Ah, laut Karte noch ein ganz schönes Stück. Freundlicherweise auch sagen würdest, wovor wir uns Marodeur. Wie der Wind ist los. Das waren alle. Nur ein einziger? Kommt mir das ein bisschen arg wenig vor. Was ist das? Ach ne, auch eine Ratte. Eine gebratene. Alles, was wir da rausholen, ist eine gebratene Ratte. Feind,
Ja, dass wir da einen Feind haben, habe ich schon bemerkt. Nur, wo genau? Gar nicht sterben müssen, wenn du uns nicht angegriffen hättest. Ich meine, wegen so einer blöden. Kartoffelsohnsuppe. Kohl. Ja, kann man alles brauchen. Ein paar alte Unfälle nehmen wir auch gleich mit. Noch irgendwas hier hinten oder so? Gut, dann weiter geht's. Da oben ist unser Ziel, wie es aussieht. Aber da wir das in dieser Folge nicht mehr schaffen können, denke ich, vor allem nicht den Inhalt, sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis morgen. Bis bald.